Zehn Zeichen, die das Universum dir schickt, um dir zu zeigen, dass du einen Menschen loslassen solltest. Hattest du jemals das Gefühl, dass das Universum zu dir spricht, dass es dir geheimnisvolle Zeichen schickt, um dir zu sagen, dass du eine Person in deinem Leben loslassen solltest? In diesem spannenden Video enthülle ich dir die verborgene Sprache des Universums und zeige dir 10 kraftvolle Zeichen, die dir klar und deutlich zeigen, dass du dich von einer bestimmten Person lösen solltest. Es sind 10 Zeichen, die ich seit über 30 Jahren beobachte, seit ich Menschen begleite, seelische Verstrickungen mit anderen Menschen zu lösen. Das erste Zeichen ist innere Unruhe. Wenn du das Gefühl hast, dass du mit dieser Person keine innere Ruhe findest, du fühlst dich vielleicht gestresst, innerlich unruhig und angespannt, wenn du mit diesem Menschen zusammen bist. Vielleicht spürst du diese Spannung aber auch, wenn du nur an diesen Menschen denkst. Zweitens, negative Energie. Du spürst, dass du mit dieser Person viele Konflikte, Streitigkeiten, Missverständnisse erlebst. Gefühle, die dich emotional belasten nach einer Begegnung. Vielleicht knabberst du noch eine Weile an dem herum, was die Person zu dir gesagt hat. Drittens, kontinuierliche Missverständnisse. Immer wieder versuchst du, dich zu erklären oder deinen Standpunkt mitzuteilen und du hast das Gefühl, dir wird überhaupt nicht richtig zugehört. Die Person nimmt sich überhaupt nicht den Raum, wirklich mal zu verstehen, was eigentlich für dich dahinter steht. Es kommt zu Missverständnissen und die lassen sich auch nicht so leicht auflösen. Viertens, Stagnation und Stillstand. Du spürst, dass eure Beziehung stagniert. Ihr könnt nicht die Probleme miteinander lösen. Ihr könnt auch nicht miteinander wachsen. Es fehlt an gemeinsamen Zielen und ihr habt einfach keinen gemeinsamen Weg mehr miteinander. Fünftens, Verletzung der eigenen Bedürfnisse. Du hast das Gefühl, dass du dich in Gegenwart dieser Person selbst vergisst, zurücknimmst, vielleicht auch verstellst, um diese Konflikte, die ihr miteinander habt, die immer wieder irgendwie auftauchen, zu vermeiden. Und du hast das Gefühl, deine eigenen Bedürfnisse musst du hinten anstellen. Der andere interessiert sich nicht wirklich dafür, was du möchtest. Und deswegen ziehst du irgendwie den Kürzeren. Sechstens, energetische Dysbalance. Du spürst eine Diskrepanz in den Energien zwischen euch. Es fühlt sich nicht mehr ausbalanciert an. Siebtens, fehlende Wertschätzung. Du fühlst dich in dieser Beziehung nicht wirklich geliebt, nicht unterstützt und auch nicht wirklich willkommen, so wie du bist. Achtens, Intuition und innere Stimme. Deine Intuition sendet dir immer wieder Signale, dass es Zeit ist, loszulassen, dass etwas nicht stimmt in dieser Beziehung und dass du deinen Weg weitergehen solltest. Neuntens, wiederkehrende Enttäuschungen. Du erlebst in dieser Beziehung immer wieder enttäuschte Erwartungen, Verletzungen, Frustrationen und das Gefühl der Sinnlosigkeit. Zehntens, fehlender Beitrag zur persönlichen Weiterentwicklung. Du erkennst, dass diese Beziehung nicht mehr dazu beiträgt, dich weiterzuentwickeln oder deine persönlichen Ziele zu erreichen. Wenn du diese 10 Anzeichen nun in einer Beziehung in deinem Leben erkannt hast, dann willst du jetzt vielleicht auch wissen, was du tun kannst, um diese Person loszulassen. Manchmal geht es einfach darum, dass wir das alte Karma in dieser Beziehung lösen. Wenn es kein Karma mehr zwischen euch geben würde, dann wärest du wahrscheinlich, wenn all diese 10 Anzeichen zutreffen, wärest du schon einfach weitergegangen. Aber wenn du das Gefühl hast, du kannst diesen Menschen nicht loslassen, dann gibt es noch etwas, was euch karmisch miteinander verbindet. Was nicht bedeutet, dass es wichtig ist, dass ihr diesen Weg weiter miteinander geht, sondern es bedeutet nur, dass es etwas zwischen euch gibt, was gesehen und geheilt werden möchte. Und es kann dann passieren, das ist nämlich auch eine Form des Loslassens, wenn man das gelöst hat, wenn man die karmischen Verstrickungen gelöst hat, dass ihr euch dann wieder besser versteht. Aber wenn alle 10 Zeichen zutreffen, würde ich eher davon ausgehen,
dass dann eure Verbindung ja einfach keinen Wert mehr hat für euch und dass du dann diesen Menschen auch loslassen kannst. Wenn du wissen möchtest, wie man karmische Verstrickungen auflöst, dann schau dir doch hier dieses Video an, was ich dir direkt hier verlinkt habe. Da erkläre ich nämlich, wie man die karmischen Verbindungen in einer bestehenden Beziehung löst, um dann auch loslassen zu können.